Lass uns ein Haus angucken, was ich mir niemals in meinem Leben leisten kann, damit ich danach wieder Depressionen habe. Let's go! Tell you which you were going to be very surprised. Yeah. Just the windows alone in this house, the owner spent $500,000. Okay, das ist von innen wieder absolut hässlich eingerichtet, Digga. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Okay, von außen ist es sehr wild, von innen ist es ja absolut hässlich. Mann, Digga, wie kann man denn ein Haus bauen, was so geil aussieht und dann einfach sagen, jetzt lassen wir einen 10-Jährigen das einrichten? Seid ihr alle dumm? Welcome back to another luxury home tour with your host, JP. Today we Bro, der Typ, der das Haus vorstellt, ist 10. What the fuck? Have a magnificent architectural mansion to tour for you all today. Today we're in beautiful Beverly Hills, California, about to tour this amazing home, which features 4 bedrooms. Hä, was soll denn das, Digga? Das sieht aus wie in einem 25-Hours-Hotel gepaart mit so einem, wo so Wolf of Wall Street Leute Koks vom Fernseher ziehen mäßig. 5 bathrooms, just over. Was soll, Digga, was ist denn das? Das sieht wirklich aus wie die Praxis von meinem Psychiater, Digga. 7700 square feet of interior space and is currently on the market for 12 Von außen sieht's richtig geil aus. $500,000. We are also going to be taking the tour with the listing agent Guy Hector. I'm super excited to take the tour and let's go get started. Villa. Now, beginning from the exterior of this remarkable Beverly Hills home. Wie alt ist der Typ? Imagine, man fragt dich, wie alt bist du? Du sagst irgendwas, ja, irgendwas zwischen 6 und 32. So sieht der aus. Leading us over into the 2-car garage space. We also have a separate 1-car garage. Das Haus sieht absolut sick aus, Digga. Das sieht wirklich geil aus in diesem kompletten schwarzen Haus, Digga. Das ist einfach mattschwarz to the max, Alter. Mattschwarz und Concrete. Finde ich dope. Finde ich von außen wirklich geil. Which we can't find over on the left-hand side of the property. We have beautiful modern landscape. Schon geil, schon geil. Exterior of the home, including succulents that we will also see in the backyard. Können wir deutsche Untertitel? Lack, geh zur Schule weiter. Ich kann dir da nicht helfen. Das hat Trimax eingerichtet. Glaubt, die haben keine deutschen Untertitel. On this side we have the 1-car garage. Some more of the beautiful dark panels. And then here we have some additional parking on the left-hand side of the property. Again, some more of the landscaping. Warte, wir lassen es mal für denjenigen im Chat gerade ganz kurz, weil er gefragt hat, automatisch übersetzen. Vielleicht hilft dir das ja weiter, Bro. Wahrscheinlich wirst du den Content jetzt checken. We are about to meet with the listing agent Guy Hector. You can find all of his information down below in the description. Hä? Also, if you haven't already, like and subscribe the video. Hä, das ist ja wirklich gut. What the fuck? Let's get started. Jacob, nice very to nice meet you. You. Yeah. Sehr nett zu dir. Ja, ich bin, ich bin der Techniker der Masse. Absolutely, absolutely. Rules. Welcome to Gloaming. 2341 Gloaming Way is the property in Beverly Hills. The owner, architect, builder is Swiss. He came to this country to show quality. This whole thing was quality. So this property is very unique because it, all the material to build this house come from Europe. These panel that you see here are called Swiss pearl. They are fire retardant. So Sie sind Feuerrückkehr. Sie sind Ach, das ist Feuerrückkehr, Leute hier außen. This house cannot burn from the outside. It can only burn from the inside or from the roof. The house, as you can see, is very Das Haus kann nicht von außen brennen, nur von innen und vom Dach. Also ist es einfach ein Hochofen, wenn das brennt, weil es brennt innen alles und das Dach ist dann auch weggebrannt, dann hat man einfach einen riesigen Ofen. Modern. As you can see, this is absolutely magnificent, and it's really just for decoration. Das sieht schon geil aus, oder? It's very effective at night because there's all kind of light who are in here. And then in the front, so you have this beautiful patio with the fire pit. And then I love the additional landscaping across this fire pit. So beautiful. Again, the trees that you have when you first come in. It's a very zen house. You'll see when we go in. All right. Why don't we head inside? Ich find's schon geil, aber von innen ist es so hässlich. Look at this door. It's like a safe. You know, this house is very secure. Feel how heavy it is. You can't, you know. Very heavy. And to open Das ist so eine Tür, wo dein Kind sich so die Hand drin bricht. Sau chillig. So, by the way, Digga, ich mach diese Untertitel wirklich aus. Das kotzt mich an. Tut mir leid. Entweder ihr lernt Englisch oder halt nicht. Every key is unique, you know. Yeah. You cannot duplicate these keys. Exactly. So, safety. Ja, das habe ich in meiner Wohnung auch. And some of the other bedrooms, follow us right down this way. Die Tür ist richtig schwer. Guck mal. Yeah. You cannot duplicate these keys. Exactly. So safety. And before we check Die Tür ist richtig schwer, die ist so schwer, dass die nicht mal zugeht. Check out the garage and some of the other bedrooms. Follow us right down this way. Yep. So here is the living room. Fickt euch mit meinem STH-Fehler. Fickt euch, Mann. And these windows are incredible. The windows are called Es sieht schon Again, geil aus. Very safe. When the windows are closed, they bolt.
So those are automatic and I'll show you. Wenn die Windows, achso, okay, dann sind die abgeschlossen. Simple button and these doors automatically open for you. I've never seen that at a property before and that is so just open half of it so you can see and you will see the flap going up when the window is fully open. That's incredible. Now let's head over to the backyard. I absolutely love all the seating areas you have out here. You have tons of space to... Ja, von außen geht's wiederum irgendwie ein bisschen klar. Invite all of your guests over. Von it's außen such an ist es house. And then you've in got Ordnung. This incredible pool, which der Pool ist ganz, really ganz wild. You have a view of Catalina, then the ja, ocean, das ist ein Farbo, Digga. Warum filmt die in deinem Haus? Bro, mein Haus wäre niemals so hässlich ausgerichtet. Honestly, I mean, at night, when you look at it and you're sitting over there, it looks like it's a piece of art. You it's know, phenomenal. It look like schon geil, oder? Absolutely. Also, these windows, nobody can see inside because they're reflective. So you don't need to put drapes or anything else. You exactly. know? Oder halt Drake. One conversation, meaning everybody can okay, auch sehr geil. Wir skippen ein bisschen durch. Geil von außen zum Kochen. Sehr, sehr wild. Because we actually have another Zen garden. I want to go ahead and take a look at that. Das ist schon schön hier. Da ist auch ein kleiner Bunker drin, wenn man möchte. Wenn halt Weltkrieg ist, kann man damit Fritz Meinecke sich gegenseitig entblasen. Very great detail and it's really interesting too because we actually have bedroom number one over on this side. Ah, chillig. We have an outdoor shower right here as well. Auch geil. Oh, great yeah, detail. Indeed, indeed. Amazing. It's a smart house, so everything is controlled from the phone, yeah. from closing the house to opening geil. The house yeah. to the light to the heat to even warming up the pool. Yeah. Mhm. Incredible. I love it. Warum sieht der Typ immer so aus, als wäre dem alles unangenehm? Now let's continue back through this. As a view. It's not beautiful. Oh, ist das hässlich, Alter. Ist das hässlich. Also, Digga, wirklich Holz auf Lila. Diese hässlichen weißen Boxen. Dieser kleine, mickrige Popelscreen. Huge, but it's actually a nice size to entertain. Now, if you didn't want... Diese hässlichen Sitze. Wie kann man sowas so hässlich machen? Digga, das sieht aus wirklich wie in einem Altersheim oder sowas. Digga. To use this to watch your TV, there is another TV here outside. Wer hat das eingerichtet, welcher Retard? Guck mal, er fragt sich auch, will der mich verarschen? Who is in this cabinet? Das sieht so scheiße aus. Das, also das sieht alles einfach so scheiße aus. Diese Kunstgemälde, so, oh, New York. Das sieht aus wie ein 10-Euro-Bild von Ikea-Lack, Digga, wirklich. So, they're there if you need them, but if you don't need them, they disappear. And when they're open, they are like the TV that you see outside. Check dir, wie das hier aussieht einfach. Wartezimmer von einem Arzt. One of the most important part of a rote Stühle, seid ihr dumm? This fireplace right here. Yeah, it's nice. Yeah. Beautiful. Yeah. And also very safe, you can't burn yourself. He made it double, so you know. And you can also enjoy this fireplace from inside of the comfort of your living room or in the comfort of your dining room. Exactly. That was a great detail. Exactly. Again, the das ist wirklich das Hässlichste, was ich jemals gesehen habe hier. Diese Stühle, diese Möbel, das ist diese Bilder, diese Holzdecken, was soll denn das? Famous table, square table with the Lazy Susan in the middle. Very practical. Love it. Hä? Absolutely. That's an der Typ hat selber keinen Plan, was da los ist. Das hat einfach ein Zehnjähriger eingerichtet. This piece is a steel, one piece only. It took 14 people to bring this piece. Wow. Yeah. This come from Austria. Incredible. Yeah. And one more thing before we check out the kitchen, I want you to tell me about this light fixture. The chandelier, yeah, the chandelier comes from Portugal. Ist das Wichse? Ist das einfach Wichse von einem Wal? Ist das einfach Wichse, die von deiner Decke tropft? Yeah. And it was made for this house, yeah. Now the kitchen, you'll see all the appliances. Die Küche ist okay, ja. Or Gaggenau. So you have an oven, you have a sous vide, yeah. You have one warming tray, two warming trays. Geil. And then you've got the coffee machine, another oven. And then you've got, again, two fridge, Gaggenau. Absolutely. One this way. Ach, Digga, warum? Warum ist da nie ein Eisspender in den Kühlschränken drin? Clean interior. With the freezer that way. Absolutely. So the same thing over there. Yeah. And then in between, which is really neat, you have all the equipment for the kitchen. So everything. Was ist das alles? Wieso, da ist doch schon eine Kaffeemaschine drin. Das ist eine Kaffeemaschine? Dann ist da ein Wasserkocher, dann ist da ein Eierkocher, dann ist da, wo ist der andere Wasserkocher? Hier ist noch ein Wasserkocher, dann sind hier unten so 10 verschiedene Schneidegeräte, dann ist da ein Toaster, dann ist da ein Toaster, hier ist eine Mikrowelle, hier ist ein Mixer, da ist ein Mixer, da ist ein Mixer, was ist das, ein Wasserkocher, ein Wasserkocher, hä? Was? Imagine, du flexst einfach, indem du sagst, ich habe 3 Wasserkocher zu Hause, seid ihr dumm? Everything stays really clean and very neat. And those you can function, they function from here, so you don't have to take them out. So you have also here the... Ist mir zu clean. Auch dieser komische Teppich, Digga, der liegt normalerweise irgendwo bei Kaufland vor der Tür, Alter. And another dishwasher over there.
So in here we have the teppanyaki, which is a Japanese cooking. Das ist geil. Das ist richtig geil, so eine Kochplatte, das ist wirklich nice. Induktion. In this kitchen, another feature also is great when you have parties, is the light above can be changed. Nein, das ist einfach Montehaus hier, wirklich. Also, so as I say, European style, so all the food goes in a pantry. And then you got the big ice machine there. Ach ja, klar. So which cool. Right. Macht so ja, all, macht ja Sinn, eine ganze Welt Eismaschine zu haben. Absolutely. Turnkey. Turnkey, yeah. I'll show you here the wine cellar. Der rennt einfach so nur mit. You can store about a 1,000 bottles in this cellar. 1,000 bottles. Yeah. Here he is the main. Wow, 1,000 bottles. In car garage. Ja, Joe Biden. Very nice. Ist das. Nice, two car so garage. So two car garage in here. Right. And then we'll go see. Wie geil der Kameramann auch nicht reingeht, um das zu filmen. Chillig, Alter. Wenn da nicht einfach kein Dings an die Wand gesprüht worden ist, kein Zug, dann ist das eine Scheißgarage. Okay. Was war das? Awesome. Beautiful. The wood staircase. Yeah, that's Boah, weiß ich nicht. Here is for the maid to have all the equipment. Harry Potter. Secret Harry Potter room secret, right here. Secret room. Exactly. Secret room, nicht Secret Harry Potter room, ja. Benimm dich mal. I love how that seamlessly integrates too. Didn't even know that was there. And then we go. Die haben auch keine Unterhaltung. Der Typ geht einfach durch und der erzählt irgendwas und die reden gar nicht miteinander. Into the laundry room. All that seamless cabinet. Ah, chillig. Ein Flatscreen in der Waschküche braucht man, ja. You even have a built-in TV inside a laundry room. Never seen that before either. Yeah. Never seen that before either, because es macht keinen Sinn, du Spast. And then we have here the other car garage. And then you got this beautiful car, which does not come from the house. So then we go to. Kurzer Flex, dass es sein Auto ist. The first guest bedroom, but before that I'll show you the party room when you're having a party. Ah, das ist der Partyroom. Das ist alles so hässlich hier. Das ist wirklich so unglaublich hässlich alles eingerichtet. The bathroom that your guests would use. Beautiful bathroom. I love the floating vanity. You have the nice vessel sink, and I love how the mirror covers the entire side of this wall. And then nice modern light fixture built into. Beautiful. And here's your. Also wirklich, Digga, das ist einfach. Das sieht aus wie in den 90ern, nur richtig schrecklich. First guest bedroom. Was sind diese Lampen, Digga? Ist das eine Toilettenbürste oder was? Bedroom number one. And here's the bathroom. We got the ensuite bathroom. Ey, ich werde wirklich sauer hier, Leute. Ich werde wirklich sauer. Willst du mich verarschen, Digga? Bro! Jede Psychiatrie hat bessere Badezimmer. No joke. Very simple, very. Hä? Digga, nicht mal Unge würde sich eine grüne Dusche machen, Digga. Und der hat eine komplett grüne Wohnung gehabt. Totally. Sometimes less is more, you know? Einfach Minecraft-Slime an die Wand gemacht, oder was? Also you can see. Er hat einfach Endrods als Bettstand. See the way he designed the closet. Hier, wow. Einfach Minecraft Endrod steht hier. Wow. Yeah, that's pretty cool, yeah. Incredible. Das juckt den gar nicht. So all the guest bedroom are designed, the closets are designed the same. And then why don't we go upstairs and see the bedrooms? All right, let's go in and check it out. Das Haus ist so geil eigentlich an sich. Aber das Interieur ist einfach nur schrecklich, Bro. Guck mal hier, was soll das hier? Ganz ehrlich, was soll das? Diese grünen Vorhänge, das ist einfach nur zum Kotzen, Digga. Ja, das sieht wieder halbwegs okay aus hier draußen, I guess. So, aber ein paar Pflanzen. Diese Möbel, die hier stehen, sehen doch alle so billig aus. So here we go upstairs, and you notice all these cut out in the ceiling, so it's never dark. It's always very light, but not bright. Auch die Bilder, die hier hängen, ist so schrecklich. You know, exactly. Just enough light to be comfortable. Absolutely, and then you have all these windows. Yeah. During the day, they bring in so much natural light, looking out. Absolutely beautiful feature. Yeah. So here's the office, quite of a large office. Also Digga, das ist... Da hat sich jemand in der Epoche vertan, das kann nicht anders sein. Das muss ein Zeitreisender aus dem Jahr 2000 gewesen sein, der das hier eingerichtet hat. Das kann nicht anders sein. Dieser Typ muss einfach eine Zeitmaschine haben. Oder er ist einfach nur dumm. Absolutely. And then you've got the TV also. Yeah, I love how you have the wood detail on this wall to match the floor and to match the stair set as well.
Der guckt so, Digga, die haben ein Problem. Die sind dumm. Yep. Great feature. Der meint das nicht ernst. And then from the office, you have the terrace. We got the beautiful succulent garden and we have some of the skylights that we do. Here's the first guest bedroom here. Yeah, during the day again, you got plenty of nap. Was ist das, Digga? Ich hab diese Bilder, no joke, das letzte, diesen Art-Style mit diesen dicken Rahmen habe ich das letzte Mal in den 90ern gesehen. Hier versucht jemand ganz krass seine alten Möbel einfach als hochwertig zu verkaufen, Digga. Florian Banane, was geht, Digga? Natural light. And you actually have a private balcony at this room as well. You do, great detail. And then you got this bathroom here. Da ist einfach jemand auf Methamphetamin durchgelaufen. Same design, same concept, except the wall is a different color. Hä? Also something I'm going to show you here, which is quite amazing. Hä? His windows. Was ist das hier alles? Das hat sogar ein 10-Jähriger gemalt, Digga. Das hat sogar wirklich ein 10-Jähriger gemalt. Was ist denn da los? Also triple pane, so three layers of glass. So this window opens this way, but it also opened that way, which is great. Ist der dumm? Verkauft er das gerade als krass, dass man das Fenster kippen kann? Ist der dumm? Bro! Also ich weiß, in den USA ist das was Besonderes, das hier. Das ist in den USA was Besonderes. Aber Digga, als ob der das noch nie gesehen hätte. Wow! Deutsche Fenster einfach. Digga, jedes Fenster aus einer Grundschule in Deutschland sieht so aus. No joke, jedes Grundschulbadezimmer auch. Also wirklich. Kompletter Dachschaden. Der Typ hat wirklich den Knall nicht gehört, Alter. Film dir das mit einem iPhone? Ach Digga, ich will. Again, I love the pop of color you have with the purple tiling. Super cool. And then you got the floating vanity. This is alles so weird. Der ist auch so weird angezogen und der ist auch so weird. Das ist alles ganz weird. Dieses ganze Haus ist ganz, ganz unangenehm. Da ist einfach alles unangenehm drin. Merkt ihr das, wie die alle aussehen und was die für Haare haben? Da ist einfach alles weird. Das ist einfach ein weirdes Ding. Das ist einfach ein super unangenehmes, weirdes Video. Oh, ist das alles seltsam, Digga. Das ist alles weird. Dual vessel sinks. Again, this mirror covers the entire side of the wall. Die reden auch nicht miteinander. Die haben kein Vibe oder so. Das ist alles seltsam. Einfach alles komisch. Floating toilet as well. Doesn't get much better than this. Eine floating toilet, Digga. Jedes Klo in Deutschland hängt an der Wand. Huh. It's pretty cool. Yeah. So in here we have the other guest bedroom. Oh, sweet. Digga, diese Bilder. Das ist so Stiefvater und Sohn. The guest bedroom. This one you'll see much larger than the. Diese Stühle hier, sag mal, willst du mich verarschen, Bro? Willst du mich wirklich verarschen, diese Stühle hier, Digga? Da stehen rosa Stühle mit Fell drauf. Und dann kombiniert man das ja natürlich mit einem roten Ledersofa mit Chromakzenten. Und weil das nicht reicht, mache ich dazu graue Vorhänge. Und den mache ich braun. Und der Teppich ist grau. Und das Bett wird fliederbezogen. Und da stehen zwei Androids. Und dann haben wir hier noch ein Bild, was meine Mutter auf Koks gemalt hat. Let's go, Digga. The other one, or the two other ones. And then you have the bathroom here. Digga. With the green tile in here. Exactly. Smaller floating vanity to the rest of the bathroom. Digga, also, das ist ihr Badezimmer. You have the same exact window that we... Die haben das hier. Die haben diese Bilder von einem 10-Jährigen einfach in so Plastik reingemacht. Saw over in the other bathroom too, so it opens both different ways. It's super cool detail. I love it. All the windows are the same. Yeah, that's awesome. And then let's finally see the master bedroom. Let's check it out. Der Typ will einfach nur nach Hause. Der will einfach nur raus. Der dachte sich beim Vorbeifahren, boah, geiles Haus. Hat einfach da geklingelt und hat gesagt, kann ich mal reinkommen? Und dieser weirde Typ war da, der das einfach eingerichtet hat. Der hatte so ein paar Ikea-Möbel und so alte Bilder von zu Hause da. Eigentlich ist das ein Hausbesetzer, der tut so, als würde dir das Haus gehören. Ganz, ganz weird. So, you have the walk-in closet here. Plenty of built-ins. Also, Digga, Das sieht einfach auch scheiße aus. Beautiful. And then you have the push to open drawers, hold all the owner's jewels. Das klappt nicht mal, guck mal. Das hat nicht mal geklappt, guck mal. Das ist sogar kaputt.
and all. Back hook. The push to open drawers. Hold all the owner's jewelry. Nochmal. Yep. Great detail. Das knallt auch richtig unangenehm. Das ist alles so billig, Alter. Love it. Sein Blick gerade. Checkt ihr. Checkt seinen Blick. Checkt seinen Blick. Bro, willst du mich verarschen? Das ist alles kaputt. Er guckt so. Digga, wie soll ich das verkaufen? Das ist alles kaputt. Das ist alles kaputt. Checkst du? Das wackelt voll, Digga. Das wackelt. Er denkt sich so, nein. Love it. Ich liebe es. Then we flow into the, kein Schnitt, gar nichts. The master. So. Also. Ach, Junge, ich kann kotzen. Ich kann wirklich einfach nur kotzen. So the master bedroom, the view is the same, you know, the ocean. So Catalina, the ocean and Central exactly. City. Yeah. And then you have the mountain on this side. Beautiful. And then I love all the artwork included inside of. Digga, also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht einfach nur cheap aus. Die TV-Head, wirklich, Digga. Da, dieses Bild hier, Alter. Dieses Grün, das ist alles so. Da ist kein Vibe hinter. Das passt einfach nicht, Digga. Einfach ein Basketballkorb am Bett. No joke. Also jede Turnhalle in Deutschland ist schöner eingerichtet, Digga. Can you tell me a little bit about this specific so, art piece? Yeah, this was actually ordered and custom made for the owner. He creates movement in his pictures. Exactly. So that's the artist. I love it. Kannst du mir kurz erklären, was hier abgeht, weil die Bilder sind sau unscharf? Nee, der hat die so geschossen quasi, dass das so ein bisschen verschwommen ist. Ah, geil. Bro, Ich lieb das, Bro. Dieser Fernseher, wirklich. Das ist einfach nur. Das ist alles so geil. Das ist so weird, diese Gestiken von diesen Leuten. Guck mal. Er guckt auch so in die Kamera so. Er denkt sich so, fuck, was verkaufe ich hier? Er denkt sich so, scheiße, Bruder, scheiße. Auch geil. Er hat hier so Knopfmikrofon und dann filmen die mit iPhone. Das ist alles so weird. Das ist alles so weird, Digga. Das ist das weirdeste Video, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. No joke. So, in here you have the fire pit. Das hasse ich. Ich hasse das. Warum sind da immer so durchsichtige Billo-Steine drin? Mach doch schwarz, Anthrazit, irgendwas rein, was ein bisschen. Das sieht immer so billig aus, Bro. Das sieht alles so billig aus. Absolutely love this bathroom so much. You got the freestanding tub. Hä? And then during the day again you'll have plenty of natural chrome fixtures, das ist alles. Dann dieses Sofa hier, Bro, das sieht so aus, als würde es stinken einfach. Das sieht einfach aus, als würde das Sofa stinken. Beverly Hills. And tell me about the shower, it is placed directly in the center. Wieso habt ihr die Dusche? Erzählt mir mal, Jungs, wieso habt ihr die Dusche jetzt genau in die Mitte vom Raum gesetzt? It's an open shower. Es ist eine offene Dusche. No need to put any doors because it's designed that all the water will go in the middle over there. Exactly. And you have the linear drainage inside of the bathroom as well. Great detail. Er wiederholt einfach nur, was er gesagt hat. Interesting detail I noticed inside of the bathroom is that you have a mounted flat screen TV too. Warum? 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 Yeah, so you can jetzt mit zwei Duschen zum Kreuz mixen. You can watch this while you're taking a shower, is that right? Absolutely. Super cool. Yeah. Ja, super, cool. Das machen sicherlich viele Leute. Sicherlich machen das viele Leute. Das machen sehr viele Leute. Coole Idee, wirklich. Viele Leute werden in der Dusche einen Film gucken. Ja, und weißt du was? Ich hab auch noch, weil mein Sohn, der 10-Jährige, hat hier noch eine Popcornmaschine in die Dusche eingebaut. Weil es gibt ja oft, dass viele Leute in der Dusche Popcorn essen wollen. Also haben wir hier noch eine Popcornmaschine in die Dusche gebaut. Coole Idee, oder? And then here you also have his steam room. Look at that, you got built-in bench seating on either side of the steam room. Look at that, sagt er, und der Kameramann filmt's nicht. Exactly. Beautiful. Yeah. Man hat's nicht gesehen! I love it. And then of course the bath, the toilet here. Got your water closet right here. Yeah. And that's that famous toilet, which they were also in the other room, by the way, you know, but where if you push the wrong button, you end up with a shower. Arschdusche. No. And I'll tell you the other feature that I love about this bathroom is the seats. So you don't have to rush out of the bathroom to go and read your paper or to relax. You can. Ja, man rusht, weil man hat ja so viel Zeit. Man rusht quasi raus
Und dann setzt man sich ganz entspannt mit nassem Arsch hier drauf, weil das sicherlich voll geil ist für diese Textilien. Dann setzt man sich da drauf und liest dann da ganz entspannt eine Zeitung. Das macht man ja eigentlich. Weil gerade Leute, die solche Häuser haben, die haben nämlich eins ganz viel Zeit. Die haben unendlich viel Zeit. Die haben keine krassen Jobs oder sind Künstler oder irgendwelche Schauspieler oder so ganz krasse CEOs. Nee, die haben Zeit. Die haben Zeit und dann setzt man sich auch mal hin auf sein grünes Sofa und liest dann einfach mal eine Zeitung. Das macht man ja. Das macht man ja, Digga. Just sit here and enjoy your time and read your... Ja, Digga, ich enjoy meine Time und guck auf die Wand vor mir mit meiner Zeitung. So chillig. I love that. There's one for him, one for... Er unterbricht den einfach. For her, which is great. One for him and one for her. Da dürfen nicht zwei Männer drin wohnen. Ganz wichtig, da dürfen nicht zwei Männer oder zwei Frauen drin wohnen, ne? Da muss der Mann sitzen, da sitzt der Mann und da sitzt die Frau. Getrennt voneinander, ne? Langer Platz dazwischen, ganz wichtig. Really nice. Da ist der Honigkohle eine bessere Immobilie. Cheers to that, bro. Das hier ist auch so billo, Alter, wirklich. Das haben immer nur so Assis. Ich hab das auch. Double vanity setup right here. Die Couch schreit nach Muff. Ohne Witz. Diese Dinger sehen so aus, als würden die richtig stinken. Wenn man sich drauf sitzt, hat man so komische Flecken am Arsch. Beautiful floating countertop. I absolutely love it. So modern, so detailed. I want to thank you all so much. Was ist denn auch das hier? Seht ihr das? Das ist auch so weird. Das ist auch so weird alles. Das ist auch wieder so weird, diese Animation. Oh, der... Like, subscribe if you haven't already, and check out Guy Hector. I will leave all of his information in the description down below. He's a great listing agent. I want to thank him again so much for letting us tour his amazing Where is er denn? At Gloaming Way in Beverly Hills. I will see you.